Servus Freunde, vor mir ist der ZD Racing DBX 07 im Maßstab 1:7, ein wirklich verdammt großes und vor allem auch schweres, aber auch ziemlich schnelles RC-Auto. Und in diesem Video packen wir das Auto einfach einmal aus, schauen, was im Verpackungsinhalt ist und auch welchen Eindruck dieses Auto auf mich macht. Viel Spaß! Übrigens findet ihr einen Link zu dem Auto mit Rabattcode unten in der Videobeschreibung, wobei es meinem Kanal wirklich sehr hilft, wenn ihr auch über diesen das Produkt kauft. An der Stelle auch nochmal einen großen Dank an Banggood, die mir bei der Finanzierung des ZD Racing DBX 07 großzügig geholfen haben. Es sei übrigens noch erwähnt, dass die Verpackung des Autos in einem großen Karton geliefert wurde und sowohl an dem Karton als auch an dem Inhalt der Verpackung nichts beschädigt war. Genug gewartet, packen wir das Auto endlich aus. Zunächst erwartet uns die Bedienungsanleitung, in der auch noch ein paar Teile für dieses Auto vorhanden sind. In der Bedienungsanleitung sind grundlegende Dinge festgehalten, zum Beispiel über die Fernsteuerung, aber auch über den Regler. Gut finde ich, dass es dort noch eine Explosionszeichnung mit Ersatzteilnummern gibt. Des Weiteren findet sich in dem Beutel eine Wheelie-Bar und diese Wheelie-Bar fühlt sich außerdem ziemlich hochwertig an, denn so sind beispielsweise die kleinen Räder aus Gummi und werden von fetten Kugellagern gehalten. Die benötigten Schrauben sind dort ebenfalls. Weiter finden sich zusätzliche Klettverschlüsse, Kabelbinder, kleine Schrauben, dazu später noch mehr, Servohornadapter, dickes zweiseitiges Klebeband, damit ihr beispielsweise einen anderen Fadenregler einbauen könnt. Und natürlich nicht zu vergessen das fette Radwerkzeug, wo außerdem vier fette metallene, orangene Radmuttern vorhanden sind. Und hier seht ihr auch schon, warum die Verpackung des Autos für die Größe 1:7 relativ klein ist, denn die Reifen sind noch nicht montiert. Die Reifen selber fühlen sich verdammt gut an, sie sehen sehr, sehr hochwertig aus, sie sind nicht geschraubt, dafür aber geklebt und es werden noch zusätzliche kleine Minischrauben mitgeliefert, damit ihr so eine Art Bedlock-Optik haben könnt. Genauso wie der DBX7 sind die Reifen einfach wahnsinnig groß und nochmal deutlich größer als die eines 1:10 oder gar 1:8. Es fällt einfach auf, dass dieses Auto nicht gerade klein ist. Außerdem werden euch 5 Reifen mitgeliefert, wobei der 5. hinten als Ersatzrad dient und außerdem voll funktionsfähig ist. Das Gute daran ist, dass ihr beispielsweise einen kaputten Reifen direkt mit diesem austauschen und dann sofort weiterfahren könnt, da dieser eben auch voll funktionsfähig ist. Weiter finden wir ein Ladegerät, das zwar 20 Watt hat, jedoch die mitgelieferten Akkus, sagen wir mal, nicht ganz so schnell aufladen dürfte, aber trotzdem cool, dass so etwas mit dabei ist. Weiter befindet sich eine 4-Kanal 2,4 GHz Dumbo RC-Funke. Diese liegt ziemlich gut in der Hand, fühlt sich hochwertig an, hat eine gute Reichweite, eine sehr, sehr gute Reaktionszeit und außerdem sieht sie gut aus. Nun aber endlich zum Auto und dieses ist selber noch einmal ziemlich gut gesichert, nämlich mit 4 fetten Kabelbindern. Also dem Auto kann bei dem Transport eigentlich so gut wie gar nichts passieren. Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dieses Auto sieht schon ohne Reifen so geil einfach aus. Ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich habe das Auto direkt aufgemacht, um zu schauen, wie der Innenraum des Autos aussieht. Deswegen hier schon mal ein kleiner Sneak Peek für euch und auch ein paar technische Daten. Wir haben einmal einen 150 Ampere 6S Regler mit fetten Lüfter und auch Kühlkörper, einem schönen An-Ausschalter
Und in meinen bisherigen Tests, ich bin so ungefähr 10-mal gefahren, ist dieser auch nicht unangenehm heiß geworden, er ist lediglich leicht warm geworden. Dennoch werde ich in Zukunft diesen Regler auf einen Hobbywing Max 8 Regler mit ebenfalls 150 Ampere upgraden. Der 6S Brushless Motor hat eine Größe von 42,82, das heißt, der Motor besitzt einen Durchmesser von 42 mm und eine unglaubliche Länge von 82 mm. Zum Vergleich, der arme Vortex Motor besitzt gerade mal eine Länge von 60 mm und einen Durchmesser von 36 mm. Außerdem ist der Motor ein 2000 kV Motor und in Verbindung mit dem 6S bedeutet das nicht nur verdammt viel Drehmoment, sondern auch hohen Topspeed. Denn dieser soll mit dem standardmäßigen 13 Zahnritzel 90 km/h betragen. Damit der Motor auch schön kühl bleibt, wird er von zwei fetten Highspeed-Lüftern gekühlt und diese drehen auch ziemlich schnell und kühlen den heißen Motor innerhalb von 1-2 Minuten wieder auf angenehme Temperaturen herunter. Besonders positiv fällt mir hier schon auf, dass die Kabel alle schön mit Kabelbindern an den langen Aluminiumstreben befestigt sind und das macht für mich persönlich einen richtigen RTR aus, wo man nicht noch einmal die hervorstehenden Kabel selber befestigen muss. Das Lenkservo besitzt eine Stellkraft von 25 kg und ist, finde ich, nicht nur ausreichend stark, sondern auch ziemlich schnell und besonders für das Gewicht dieses Autos einfach ziemlich krass. Am coolsten finde ich allerdings, dass das Auto nicht nur dieses 25 kg Lenkservo besitzt, sondern auch ein weiteres 15 kg Handbremsservo. Ja, ihr habt richtig gehört, dieses Auto hat eine mechanische Handbremse. Am Mitteldifferential sind nämlich zwei große Scheiben und diese werden durch die Kraft des Servo dann quasi je nach Belieben blockiert. Das Ganze fungiert dann wie eine Art Scheibenbremse und ist in der Praxis wirklich ziemlich cool zu benutzen. Ein cooles Feature und auf jeden Fall ein Feature, das ich mir bei jedem großen Auto wünschen würde, da das Auto so einfach richtig schnell bremsen kann. Normalerweise übernehmen Motor und Regler das Bremsen, doch mit einer elektronischen Handbremse, die optional an der Funke angewählt werden kann, wird diese Aufgabe nun an diese weitergeleitet. Das bietet nicht nur den Vorteil, dass Motor und ESC weniger schnell verschleißen und auch weniger Energie saugen, denn dieser Vorgang ist meist ziemlich energieintensiv, sondern auch der Vorteil, dass die Handbremse deutlich schneller das Auto runterbremsen kann und Vollbremsungen wirklich ziemlich schnell möglich sind. Das ist besonders bei solch einem großen Auto und diesem hohen Gewicht mit hoher Geschwindigkeit definitiv von Vorteil und auch nötig, finde ich persönlich. Befeuert oder besser bestromt wird die Elektronik von zwei großen 5000 mAh 3S35C Lipo Akkus, die auf mich einen ziemlich guten Eindruck machen. Denn diese bieten euch nicht nur eine Fahrzeit von ungefähr 25 bis 30 Minuten, so zumindest bei mir, mit abwechselnd schnellen und auch etwas langsamen Fahrten, sondern auch eine angenehme Hitzeentwicklung, denn diese gibt es nämlich kaum. Die Akkus sind ziemlich hart, lassen sich nicht reindrücken, was sonst bei eheren günstigeren Akkus der Fall ist. Ich persönlich finde es jedenfalls sehr, sehr schön, dass diese Akkus mitgeliefert wurden und ich werde diese auch mit meinem Max 8 Regler und IC5 Steckern weiterhin nutzen. Lasst uns aber vor dem Designcheck noch die Materialqualität des ZD Racing DBX010 betrachten und diese ist wirklich ziemlich gut. Denn so besitzt das Auto eine ziemlich stabile 6061er T6 Aluminium Bodenplatte, C-Hubs aus Metall, Dockbones aus Metall, ein Mitteldifferential mit Aluminium-Kühlkörper, um die Hitze besser ableiten zu können, Metalldifferenziale, die für den Gebrauch mit 6S Lipo-Akkus ausgelegt wurden, Metallfedertürme aus massiven 5mm CNC gefrästen 6061er T6 Aluminium, Stoßdämpfer aus schönem Aluminium, wobei ich dazu allerdings sagen muss, dass ich von den vorderen ein wenig enttäuscht bin. Die hinteren dämpfen wirklich ziemlich gut, wobei bei den vorderen für meinen Geschmack etwas zu dünnflüssiges Öl oder schlichtweg zu wenig Öl drin ist, denn diese federn den Vorderteil des Autos nicht ausreichend gut ab, was dazu führt, dass die Chassisplatte zumindest vorne den Boden viel zu schnell berührt. Mit dickflüssigerem Öl dürfte sich das aber ziemlich schnell beheben lassen. Weiter lässt sich sagen, dass im Innenraum natürlich ganz besonders die zwei fetten runden Aluminium
Mittelverstärkungsstangen auffallen, die für eine enorme Stabilität sorgen dürften. Abgesehen davon sehen sie außerdem ziemlich cool aus. Generell macht die Materialqualität auch bei den Schrauben oder dem verwendeten Plastik und auch Metall einen ziemlich guten Eindruck auf mich und auf jeden Fall auch einen besseren Eindruck als mein armer Vortex oder auch der DBX10. Man merkt definitiv, dass dieses Auto, und da kommen wir auch schon zum Preis, 600 Euro kostet und auf jeden Fall hier etwas für sein Geld geboten bekommt. Ich meine, nennt mir ein Auto, das für 600 Euro solch einen fetten Brushless-Motor, eine 15 Kilogramm Handbremse, ein wirklich atemberaubendes Design, eine gute Ersatzteilversorgung hat, denn das hat dieses Auto zum Beispiel bei Banggood, Absima oder auch Amewi mit einer überragenden Materialqualität, wie sie seinesgleichen sucht. Ein Review zu diesem Auto wird dieses Jahr auf jeden Fall noch folgen, aber so viel sei vorab gesagt, dieses Auto hat bisher alles ausgehalten, was ich von dem Auto verlangt habe. Jetzt aber endlich zum Design des Autos, nachdem wir hier so lange die technischen Daten besprochen haben. Und dazu sei gesagt, dass das Montieren der Reifen als auch der Wheelie-Bar ziemlich schnell und einwandfrei funktioniert hat. Damit ihr euch den gigantischen Maßstab 1:7 besser vorstellen könnt, hier einmal die Abmessungen. Das Auto ist 680 mm lang, 380 mm breit und 225 mm hoch. Das ist schon ganz schön groß und das spürt man auf jeden Fall im Gewicht und allen anderen Faktoren an diesem Auto. Seid euch also definitiv bewusst, wenn ihr euch für den Kauf eines DBX07 entscheidet, dass dieses Auto nicht mehr so leicht tragbar ist wie beispielsweise ein 1:10er, einfach aufgrund des deutlich höheren Gewichts von ungefähr 7 kg. Das Design gefällt mir bei diesem Auto, wie schon bereits erwähnt, verdammt gut. Es sieht nicht nur retromäßig aus, sondern auch ein bisschen modern, finde ich. Es gibt so wie beim kleinen DBX10 wieder sehr, sehr viele Details. Hinten zum Beispiel sind zwei große Fake-Kühlergrille drauf. An der Seite gibt es chrome Sidepipes, es gibt Feuerlöscher, es gibt ein richtiges Gummigitter an den beiden Seitenbereichen des Autos. Innen sind kleine Figürchen drinnen, ihr habt hinten Licht, vorne ist auch nochmal Licht und an den beiden kleinen unteren Leuchten könnt ihr zwischen 12 verschiedenen Farbmodi wählen, was ich wirklich ziemlich cool finde. Insgesamt macht das Design des Autos einen wirklich verdammt guten Eindruck auf mich und es ist sogar aktuell das Auto, welches mir designtechnisch am allerbesten gefällt. Vorläufiges Fazit: Wenn ihr auf der Suche nach einem 1:7-6S Monster seid, das sich nicht nur gut fahren lässt, sondern auch verdammt gut ausschaut und für das, was ihr bekommt, einen wirklich sehr, sehr humanen Preis von 600 Euro daherkommt, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Deal. Ich würde von der Materialqualität, der Geschwindigkeit und dem Fahrspaß aktuell sogar so weit gehen, dass das Auto auch für einen Kaufpreis von 800 Euro nach wie vor empfehlenswert wäre. Auch ist mir bisher nach 14 Fahrten nirgendwo großartiger Verschleiß an dem Auto aufgefallen. So sehen beispielsweise die Diffausgänge als auch das Zahnrad so gut wie unbenutzt aus. Wie sich der DBX7 auch noch 30 oder 60 Fahrten geschlagen hat, werdet ihr dann spätestens in meinem Review oder hier auf dem Community-Tab sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.